Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dominix Command Mission von Shenlorn. Willkommen in Kapitel Nummer 8. Die ultimative Waffe. Und wie ihr sehen könnt, in diesem Kapitel wird Ferrum unser Boss sein. Und da wollen wir uns erstmal hier draußen umsehen. Da sehen wir hier schönes. Viel Schnee. Ich mag Schnee. Und recht. Ui, Kristalle. Zack. Der schwere Motor, geil. Und hier, Tankteile, sehr schön. Ja, Leute, wir können jetzt rein theoretisch zu Gmianowil zurückkehren und den schweren Motor beim Lady einsetzen. Zwei Figurzeichen und ein Rabbit. Sehr schön. Wundervoll. Ja, hier draußen ist soweit sonst nichts mehr. Also wollen wir gleich mal direkt reingehen, wie wir sagen. That can't be true, Scarface. I saw it with my own eyes. They were sucked into the quicksand. Yes, but Ferrum, they hit bedrock underneath. That X. Unfortunately, it's true, Ferrum. But this is as far as they will get. I assure you I will put a stop to them. Scarface, wait. Leave this to me. I'll stop them this time. Erneut meldet sich auch mal wieder Scarface zu Wort. Und ja, Ferrum ist natürlich als anderer davon begeistert, dass sie noch am Leben sind. Und anstatt dass Scarface uns haben möchte, hat nun Ferrum das vor. Und da haben wir auch gleich schon unsere ersten Kämpfe hier. Na, wundervoll. Mal sehen, wer wird's denn sein? Ach, die Hoppla. Hab vergessen, mich zu heilen. Ups. Noch mal Tank, mein Subtank. Oh, die war mein Subtank ist voll. Scheiße. Okay, ja. Gut, machen wir erstmal die Gegner tatsächlich Gewehrbits. Also die neue Form der Rabbits. Dummerweise könnt ihr aber auch das scheiß SOS. Also, schnellstens vernichten. Und ich habe noch nicht mal meine neue Waffe ausgerüstet. Bin ich eigentlich nur blöd? Und das haut auch noch ab, ey. Und Blätz. Was soll der Scheiß? Wort zu mich verkackeiern. Kacke, also vergesse ich auch noch die neue Waffe auszurüsten und dann irgendwie auch noch die Waffe gehielt. Was soll der Rotz denn? Peinlich! Okay. Hä? Ja, was auch immer. Okay. Gut, Kampf ist vorbei und ich würde mal sagen, nach dem Kampf werde ich erstmal heilen. Wir sehen uns dann gleich hier wieder zurück. Bis gleich! So, da bin ich auch schon wieder. Wieder in demselben Raum, wo wir wieder gekämpft haben, sonst nichts weiter passiert. So, Ausrüstung habe ich auch wieder geändert. Es ist der Kristall hier und Ultradonner. Und Leute, das hier ist schon die Melder-Tür. Das heißt also, da kommen wir erst hin, wenn wir den Melder-Schlüssel haben. Also erstmal für uns interessant. Also wollen wir erstmal nach unten. Und nun beginnt unsere Mission hier in der Melder-Erzfabrik. Wollen wir erstmal hier gucken, was hier überhaupt alles ist. Und gleich auf einmal wieder ein Zugriff. This is some heavy security. What do you think, X? Godil, do you read? Yes. What is it, X? I sent an image for analysis. Well? Hard to say with just this shot. Try to get some images from other angles. And then send those to me. Okay, we'll see what we can do. Ja, das ist also mal unsere erste Aufgabe. Wir sollen jetzt erstmal hier überall nach solchen Kupplöchern gucken und und wir sollen dann gucken, dass wir Fotos schießen und die Godil schicken. So, dann haben wir hier wieder ein Zeichen, oder? Jawohl. Und hier haben wir wieder ein Kuckloch. Mal sehen. Durch das Kuckloch ist ein seltsames Objekt zu sehen. Ja. Was soll das denn bitte schon darstellen? Erfasst Sendedaten und... Was ist es? Ist es eine Säule? Ich kann es auf diesem Bild nicht erkennen. Schick mir noch mehr. Ja, ist ja gut, Godil. Wir machen das schon.
Also heißt erstmal vor uns, einmal hier immer rundherum gehen und so das nächstbeste Foto schießen. Und natürlich wollen uns wieder ein paar Gegner ans Bein pissen. Und da haben wir auch schon wieder zwei neue. Wolf Lloyd und zwei Hammer. Und zwei Hammer funktionieren im Prinzip wie ein Hammer. Also heißt das erst einmal, man kann es so machen, dass man zuerst den vernichtet oder den. Wenn er nämlich jetzt, wir machen wir es mal so, dass wir erstmal auf einen Hammer draufhauen. Ja, yeah, gleich mal kritischen. Zack, zack. Und so, er macht das mal Energieladung. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Was aber eigentlich auch gut ist, denn wenn wir das so machen würden, dass wir erst den Wolfleut zum Beispiel vernichten würden, würde er die Energieladung überspringen und wird gleich zu seiner nächsten Attacke jede Runde übergehen. Zack, zack, zack. Die sollten wir auch gleich sehen. Bam, bam. So, jetzt sollten wir sehen, was er macht. Doppeleisen. Würde er halt, wenn wir zuerst den Wolfleut vernichten würden, halt ständig machen. Somit würde er zuerst erst eine Energieladung machen und dann würde er halt das Doppeleisen benutzen. Zack, zack, zack. Und noch einmal. Bam, bam. Das ist eigentlich schon fast erledigt. Dann machen wir eine Energieladung. Aber diesmal sollte er nicht zum Angreifen kommen. Ja, der ist schon fast erledigt. Zack. Übrigens mit der neuen Waffe von X, den, wo kaum letzte Schläge möglich sind. Also heißt, X kann kein Gegner mehr killen. Der wird halt automatisch dann mit 1 HP überleben und seine halt Final Strike Modus. Ist natürlich auch nicht falsch. Bam. Wow, das tat weh. Das hat echt weh. Zack, 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 hier. Und bam, bam. Und Final Strike, yeah. Ich werde mal gleich vor dem nächsten Kampf am besten Marino gegen Cinnamon austauschen. Verstört. Sehr schön. Das ist doch mal schön. Was gibt's dafür? Okay, 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 okay. Boah, boah, ja, ja. Ganz okay eigentlich. So, dann jetzt halt... Ups, falscher Knopf. Dann wieder. Wo haben wir es nochmal zu? Na, Marino gegen Cinnamon. Normalerweise macht sie immer das Kampfhaus. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo das ist. So, übrigens finden wir... Okay. Finden wir hier übrigens auch noch einen für unser Einsatzzentrum. So. Irgendwo halt in den Räumen. Und ja, hier haben wir nochmal ein Guckloch. Was sagst du denn diesmal? Oh, da sehen wir auch gleich wo das Zeichen der Rebellion. Was ist das? Das ist wohl eine Rebellion. Also hat die Rebellion dieses hergestellt. Dies, was ist das überhaupt? Schick mir noch ein paar Bilder aus einem anderen Blickwinkel. Ja, ja, kein Problem hier. Wir sind schon auf dem Weg dahin, weißt du? Wir tun unsere Arbeit. Aber erstmal müssen wir wieder ein paar Gegner plätten. Das waren mal wieder nur ein paar Wolfleute, also nichts Besonderes eigentlich. So, da wollen wir weiter wieder nach unten. Also ihr seht schon, wir müssen halt dieses Gebäude erstmal runter. Um das zu verstehen, naja, ist ein bisschen schwer, ne? Dann haben wir wieder ein Guckloch, das Guckloch im Objekt zu sehen und Gutti, was sagst du, sieht man so schönes? Ja, Fass, Sendedorten. Fertig. Hey, was kann das so sein? Könntest du mir ein Bild schicken, auf dem ich mehr Details erkennen kann? Wir versuchen es, Good Deal, aber wir können ja auch nicht mehr schicken als das, was ihr hier bekommen, ne? So, da haben wir wieder was Rosales. Oh, was könnte das sein? Eine Tankteile? Ja, schon schön. Mal sehen, was die, der Gegner da so vor uns versuchen zu beschützen. Mal wieder nur ein Zweihammer oder ein Wolf Lloyd. Ah, eine Mini-Batterie. Sehr schön. Die brauchen wir später halt für Rechanolin, für halt unser Einsatzzentrum und so. So, was haben wir denn hier? Okay, da sind wir vielleicht schon ein bisschen mehr. Oder Good Deal? Hä? Ich kann an der linken Seite des Bildes etwas erkennen. Wenn ich es doch nur deutlicher sehen könnte. Geh bitte auf die linke Seite und mach noch ein Bild. Ja, ist okay. Keine Sorge, Chef. So, wir gehen am besten nach hinten. Das ist der optionale Weg, aber da geht's für das Gegner hin und so. Well. Natürlich für mein Team keine Herausforderung. So, da wollen wir gucken. Da sollte eigentlich nur ein Kristall sein. Fünferfuhr. Und erhöhe Schild. Naja. Erhöhe Schild halt. Wisst ihr, solltet ihr die Option geben, Items wegschmeißen. Das wäre um einiges praktikabler, finde ich. Und somit geht's auch schon wieder weiter hier auf unserer Mission. Und, oh, ist da mitten drauf? Muss das denn sein? 800 KM ist doch gut. Und dort haben wir wieder mal Löchchen.
So, gehen wir durch. Platzen. Und was sind die, was ist das? Gut, sie, ihr könnt bitte erklären, was das ist. Das ist eine Energieleitung. Was macht die denn an diesem Ort? Das könnte was Gefährliches sein. Ich brauche mehr Informationen. Mehr Bilder. Viel mehr Bilder. Ist gut, Goodyear. Ist gut. Wir machen es schon. Alter, war mal ein Fotofetisch oder was? Fotofetisch. Das klingt so ein bisschen ekelhaft, ich weiß. So, und das letzte Areal. Da haben wir gleich wieder das Guckloch. Zuck. Habe es oben vergessen. Ich hoffe mal nicht. Ah, nee. Wir haben ihn nicht. Wenn ich Mist. Okay. Diese Außentöne sieht undurchdringbar aus. Ich bin mir sicher, dass ich so etwas schon mal gesehen habe. Wenn ich doch nur wüsste, wo. Langsam kommen wir also auf des Pudels Kern. Oh, was haben wir hier in diesem Raum? Wie es aussieht, haben wir eine ganze Menge Links. Also gehen wir gleich mal hier. Wieder in den Gegner rein. Was soll denn das, Menno? Und da vorne befindet sich mal wieder ein Kristall. Eine Energietank, okay. Fängeling 50. Scheiße. Okay, na gut, da vorne haben wir den Wolf gesehen, aber ich hätte vorher doch erstmal hier gerne doch. Mann, ständig mir die scheiß Knöpfe verdrücken! So, jetzt hatte ich ja eigentlich mich heilen können ohne Probleme. So, Reis. Gut. Subtank. Das war 50, ne? Das heißt also, mach ich mal Max auf Marino. Gut, dass sie noch nicht geheilt haben, wo sie doch keine Welt bekommen hat. So, Energie da sein. Ja. Und dann jetzt aber hier. Durchgucken. Was ist denn das jetzt? Langsam mal. Gut, hier. Sag uns doch eigentlich mal, worum es sich hierbei handelt. Hä? Auf der rechten Seite des Bildes sehe ich einen Teil der Struktur. Wenn ich es doch nur genau mal sehen könnte, dann wüsste ich auch, was zum Teufel das ist. Also heißt es doch einmal auf die rechte Seite, wovon die Wolfleute gesehen haben. So, du da. Der Wolfleut. Ach, der funktioniert sogar ohne Probleme. Und seht ihr, hier geht's nicht weiter runter. Hier ist der Kuckloch X. Lass uns mal hindurchsehen. Und ja, nun werden wir herausfinden, um was zum Teufel es sich hierbei handelt. Metal for the warhead of that missile. What'll happen if it explodes? The energy will be released instantaneously, affecting every Reploid in the Northern Hemisphere. Affect them how? The interference emitted by Force Metal will create a mass of Mavericks. What? X, you must stop that missile from firing. Remove the metal from the warhead. Roger. Ja, wie es aussieht, ist die Rebellionsarmee gerade ein bisschen am Durchticken. Jetzt wollen sie eine Rakete abschießen. Du wolltest eine Rakete abschießen, um eine Armee von Mavericks zu erzeugen. Das müssen wir natürlich verhindern. So, jetzt können wir da unten entlang. Da konnten wir vor. Können wir jetzt noch nicht durch? Aber wie soll ich da jetzt weiterkommen? Ach ja, was vergessen. Ich bin Depp, ich habe vergessen, was zu betätigen in den Raum, wo wir vorhin drin waren. Peinlich. Zack. Zack. So, ihr müsst natürlich erstmal das Terminal hier benutzen, damit wir auch wieder weiterkommen. Hoppala. So, jetzt aber. So, jetzt sollten wir auch durch diese eine Tür da durchkommen. Vorausgesetzt, wir kommen da jetzt endlich mal an. So, ja, jetzt ist die Tür auf. Geht doch. Zack und zack und zack, 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 runter. Okay, okay. So. Dann nochmal hier durch. Dann hier noch durch. Bäh.